Hey Leute, hi zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe wieder mal ein Diagnosegerät zum Testen gekriegt für uns, mit uns, damit wir das zusammen testen können. Und zwar haben wir den Launch CRP 919BT. Und wofür steht das Ganze? Also das ist eigentlich Launch-Tester, ähnlich wie die anderen auch, die ich schon vorgestellt habe. Allerdings hat dieser hier eine Bluetooth-Schnittstelle. Wir können quasi außerhalb des Fahrzeuges Diagnose betreiben, also den Fehlerspeicher auslesen. Die Sache ist ganz einfach, wir können es auch ans, wenn ihr jetzt eine Firma habt oder eine große Location, ans Fahrzeug einschließen, mit dem Computer verbinden und ja, vom Arbeitsplatz aus damit arbeiten bzw. Diagnose durchführen. Man kennt das von den anderen Diagnosegeräten, die ich auch schon hatte, die haben immer so 1,5 Meter Kabel dran oder sowas, also da muss man in unmittelbarer Nähe, sage ich mal, vom OBD-Steckplatz sein und es ist aber doch schon ziemlich bequem, wenn man sich hinsetzen kann und in Ruhe mal alles auslesen kann und dann so ein bisschen das Ganze studieren oder manchmal gibt es auch Aufgaben, da will man einfach nicht im Auto sitzen und da haben wir die Möglichkeit. Ich zeige euch erstmal, was ist im Lieferumfang enthalten und dann fangen wir gleich auch schon mit der Diagnose an. Heute fangen wir mit einem BMW an und dann zeige ich euch das auch noch an anderen Fahrzeugen, wie das Ganze funktioniert. Diagnosegerät selbst wird in einen kleinen kompakten Koffer, also sonst hat man immer einen riesen Koffer, hier in einen kleinen kompakten Koffer geliefert. Ich habe das Ganze schon mal ausgepackt, Updates installiert schon mal vorbereitet. Wir haben hier eine Schnittstelle bzw. einen Anschluss für USB und hier auch nochmal einen Anschluss für USB-C. Wofür haben wir den? Das zeige ich euch gleich. Hier mal kurz eingeschaltet und so sieht das Gerät aus. Also das Menü ähnlich zu anderen Geräten und wir haben hier ein schönes Schließfach. Hier haben wir den Bluetooth Adapter und was ist da eigentlich mit bei? Also erst einmal ein USB-C Kabel mit USB, damit man den hier auch, wenn man möchte, hier verbinden kann mit dem Diagnosegerät. Aber funktioniert natürlich auch kabellos. Das Schöne hier, ein halbwegs 50 cm Adapterkabel, damit man nicht wirklich mit so einer klumpigen Box direkt an die OBD-Buchse muss. Das ist schon mal gut, weil bei vielen Fahrzeugen kommt man mit so großen Geräten gar nicht an die OBD-Buchse dran. Deshalb, das ist hier schon mal sehr gut ein Vorteil. So, das werden wir gleich mal verbinden. Dann haben wir noch einmal ein Ladegerät für das Gerät. Also der selbst wird aufgeladen, auch über dieses USB-C-Kabel. Einfach an USB anschließen, USB-C. Und das Diagnosegerät lädt sich auf. Und dann natürlich eine kurze Anleitung mit gewissen Pins. Denn man muss das Teil registrieren, man muss einen Code eingeben. Und dann wird es quasi erst freigeschaltet. Also einfach einschalten, loslegen, geht leider nicht, aber das ist eine Arbeit von 10 Minuten und dann sind wir auch schon fertig. Und ich würde sagen, einmal ein E46 und wir gehen mal ins OBD und schauen, was er hat. Denn hier funktioniert die Zentralverriegelung nicht. So, die OBD-Dose selbst, nicht schwer zu finden. Wir haben hier einen kleinen Service-Deckel und dann kann auch schon das Gerät dran. Und der Adapter leuchtet, dass er Verbindung hat. Und da können wir eigentlich schon mal loslegen. Das erste, was mir auffällt, was mir fehlt, ist hinten so ein Adapter, damit man das aufs Lenkrad stellt. Also man kann den schon mal nicht aufstellen oder so. Aber wir brauchen ja hier eigentlich auch nicht im Auto sitzen. Wir können das außerhalb machen, aber heute bleiben wir mal hier drin. Lokale Diagnose. Und dann scannen wir einmal die Fahrgestellnummer. Dann weiß er auch, was für ein Fahrzeug das ist. Dafür müssen wir einmal die Fahrgestellnummer finden. Fahrgestellnummer finden, also entweder unter der Windschutzscheibe, in diesem Fall unter der Haube auf dem Federbeinholm und zwar hier. Und damit gehen wir dann mit dem Diagnosegerät einmal dran und er liest sich die Fahrgestellnummer dann selbst aus. Fahrzeug gefunden. Gehen wir mal wieder ins Auto rein, solange er hier ein bisschen rumrödelt. So, er hat hier fertig gerödelt. Nächste E46, das sind 318er.
Und wir starten einfach einmal die komplette Diagnose. Lies jetzt erstmal alle Steuergeräte aus. So, Diagnose ist fertig. Und was haben wir denn hier? Hier ist alles normal. Wir haben einige Fehler. Antiblockiersystem, das interessiert uns erstmal nicht. Das interessiert uns hier. Zentrale Karosserie, Elektrik. Diebstahlwarnanlage hat ausgelöst. Dann Relais für Zentralverriegelung entriegeln ist ein Fehler. Und Diebstahlwarnanlage, Alarmspeicher, Türkontakt, Fahrertür. Da war irgendwas mit der Fahrertür. So, und dann gehen wir doch mal hier rein. Was hat er denn hier noch? Lichtschaltzentrum, Blinkerschalter, Kurzschluss nach Minus. Wir wollen erstmal, dass die Zentralverriegelung funktioniert. Und das wäre dann auswählen. So. Ja, das sind hier. Und hier haben wir jetzt die Fehler. Wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Wir können hier, das ist so eine Lupe, um Tipps zu bekommen. Und zwar diese hier. Also der normale Fehlerspeicher, der ist jetzt schon durch. Und das wäre jetzt so, das wären die Hinweise, die man hat zum Fehlerspeicher auslösen. Ne? Das sind so die Hinweise, die macht jeder Diagnosetester. Und hier habt ihr jetzt noch, wenn ihr mit dem WLAN verbunden seid, ihr drückt auf diese Lupe und dann öffnet sich Google. Und mit dieser Fehlerbeschreibung kriegt ihr all mögliche Informationen. So, und dann könnt ihr euch, keine Ahnung, Fotos anschauen, Kommentare durchlesen. Da geht halt so, als würdet ihr quasi diese Fehlermeldung kopieren, im Computer einfügen und dann natürlich im Internet recherchieren. Aber die Sache ist, Relais für Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, okay, Türkontaktschalter, ja, da hat er vielleicht Probleme mit dem Türschloss, ist egal. Er soll erstmal öffnen mit Funk. Und da zeige ich euch, was wir da machen werden. Wir haben schon mal das Handschuhverhaus gebaut. Warum haben wir das Handschuhverhaus gebaut? Denn das Steuergerät für Zentralverriegelung verbirgt sich hier oben. Und dieses bauen wir jetzt gerade mal zusammen aus. Lasche runterziehen, Steuergerät rausziehen. Relais für Zentralverriegelung. Und die machen wir neu. Die gehen häufig kaputt. Also das sind die zwei hier. Und der hat hier etliche Pins. Also ich war jetzt gerade schon so heiß. Ich habe das Ding, dieses Steuergerät, mal eben schnell angeschlossen und geguckt, ob es geht. Und die Zentralverriegelung funktioniert. Ich mache jetzt noch einmal einen Schnelltest. Alle Steuergeräte nochmal neu auslesen und dann schnappen wir uns den Fehler von der Zentralverriegelung. Wir gehen noch einmal in die Zentralverriegelung rein. Dann schnappe ich mir einen Schlüssel, mache einmal zu, einmal auf, nochmal zu, nochmal auf, Zündung an. So, und jetzt gehen wir nochmal in den Fehlerspeicher. Fehler lesen. Fehler ist nicht drin. Logisch, Leute, es funktioniert ja. So, die anderen Fehler, die werde ich einfach löschen. Beobachten. Challenge für heute war Zentralverriegelung.
wir mal das nächste Auto. Wir haben hier einen Renault Megane GT. Baujahr 18, glaube ich, und wir schauen uns das mal an, wie das hier funktioniert. Hier haben wir auch ein paar Probleme mit der Diagnose und speziell ein Problem, das beschäftigt mich hier besonders. Das schauen wir uns gleich einmal an. Erstmal schön natürlich kabellos anschließen an die UBD-Dose und dann können wir vom Stuhl aus das Ganze bedienen. So, Diagnose ist angeschlossen und wir gehen direkt einmal in, kann man denn was erkennen? Ich denke schon, ansonsten können wir ja hier auch mal den Bildschirm von der Helligkeit, den habe ich schon runtergefahren, sonst kann man das schlecht an der Kamera sehen. Und wir machen einmal die intelligente Diagnose. Der verbindet sich mit dem Steuergerät. Die Sache ist hier, ich habe jetzt eine kurze Pause, krankheitsbedingt eine kurze Pause gehabt, aber zwischendurch noch ein paar Autos ausgelesen. Wenn er die Fahrgestellnummer mal auslesen kann, das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, wir haben ein Foto von der Fahrgestellnummer gemacht. Wenn er die auslesen kann, dann liest er die aus und dann hat er sie. Wenn es nicht geht, müsst ihr ein Foto halt machen. Ja, und hier sagt er auch schon alles. Fahrgestellnummer hat er ausgelesen. Hier steht die Fahrgestellnummer, Fahrzeugtyp, Megane und sowas. Ne? Und wir gehen einfach auf die Diagnose und lesen das Ganze einfach mal aus. Und da werden mehrere Fehler sein, von denen ich auch gerade schon gesprochen habe. Speziell bei dem Fahrzeug ist es so, da hat jemand mal das Auto tiefer gelegt, aber keine Grundeinstellung der Scheinwerfer gemacht. Und automatisch suchen. Zündung ist eingeschaltet, ja. Zündung schaltet regelmäßig automatisch ab. Das ist ein so Megane 4 und Schnelltest. Und zwar hat einer den Eimer tiefer gelegt. Und dann fahren die Scheinwerfer in den Notlauf. Der hat hier so LED-Dinger und normalerweise, wenn man die Zündung anmacht, geht da runter, scannt sich erstmal ein. Beziehungsweise, ihr kennt das, ne? Ihr macht die Zündung an bei LED-Scheinwerfer, dann gehen die runter, hoch, links, rechts und fahren das einmal ab. Und das macht er nicht mehr. Und speziell hier wollten wir das auch mal probieren, denn hier gibt es ein besonderes Problem bei diesem Fahrzeug. Man kann das eigentlich nur beim originalen Service machen, denn man braucht eine Internetfreigabe. Und da gucken wir mal, ob wir das hier ja, vielleicht irgendwie fixen können oder ob wir da in dieses System reinkommen, eine Grundeinstellung fahren oder ähnliches, weil sonst macht man das Licht an. Er leuchtet nicht vor die Füße, aber er macht nicht diese Mickey-Maus-Show, wenn man die Zündung anmacht und wahrscheinlich regelt er auch nicht während der Fahrt, dass er mal hoch und runter geht. Oh ja, wir haben einen Fehler im ABS, wir haben einen Fehler im Armaturenbrett. Dann haben wir einen Fehler im UCH, was auch immer. Also ich habe da bei solchen Fahrzeugen, generell auch Peugeot, Renault, Citroene oder sowas, da weiß ich nicht, wie die Steuergeräte da heißen. Ein Fehler in der Feststellbremse und hier wird auch sofort angezeigt, was los ist. Bei ABS zum Beispiel, ungültige Daten des Fahrgeschwindigkeitsreglers, Störung, Bauteil intern. Oh, Bauteil intern. Ne? Und hier habt ihr übrigens auch so ein G-Zeichen an der Seite, wenn ihr da drauf drückt. Dann wird dieser Fehlercode auch im Internet angezeigt und ihr könnt so ein bisschen googeln. Und was es zu dem Fehler hinterlegt ist, halt suchen. Armaturenbrett, Interface, Modul, Meldung nicht vorhanden. UCH, Unterdruck. Geiler Fehlerspeichereintrag, Unterdruck. Das ist natürlich vielsagend, ne? Unterdruck. Das ist deshalb, warum ich solche Spezialfahrzeuge liebe, ne? Renault jetzt hier in diesem Fall. UPC, Steuerung der Scheinwerfermotoren, keine Kalibrierung. Aha, da haben wir es schon. Dann Führungsräder. Führungsräder, Einparkhilfe. Leute, bitte in ganzen Sätzen schreiben, wenn es geht, ne? Also jetzt der Hersteller vom Fahrzeug, also das könnt ihr mit jedem Test auslesen, da kriegt ihr genau das angezeigt. So, und dann haben wir Media Interface. Oh, 6 Fehler im Media Interface. Wir haben hier nämlich auch noch ein Problem, dass die originale Ambiente-Beleuchtung in der Tür, die flackert zwischendurch. Original, das Auto ist neu, hallo, und die Ambiente-Beleuchtung flackert. Naja, wollen wir uns da jetzt nicht drauf aufhängen. Radio, Verstärker und alles mögliche. Alter, Leute, Einparkhilfe erkennen, Multimedia, Meldung nicht vorhanden, Sensor vorne links, Leistung, Befehl. Aua, Leute, was ist hier los? So viele Fehler. Ich weiß nicht, war mal die Batterie leer oder so? Man nebenbei bemerkt, das Auto steht viel. Ne? Eigentlich ist es da, dieses Auto, das ist dafür gebaut, um damit auf die Bahn zu fahren und mal so richtig so, bam! Nein, da wird einfach geparkt. Ne?
Wir gehen jetzt aber zu den eigentlichen Problemen, und zwar war das die Steuerung des Scheinwerfermotoren, keine Kalibrierung. Dafür lege ich den Tester mal auf den Stuhl, damit wir das schön beobachten können. Blöd ist hierbei, man kann den nicht aufhängen, ne, wie die anderen Tester am Lenkrad oder so. Das wäre super, geht bei dem nicht. Wir gucken uns das jetzt gerade mal an. Scheinwerfermotoren, keine Ahnung, so auswählen, dann gehen wir einfach mal rein und schauen uns an, wo eigentlich das Problem liegt. DTC ist lesen und Steuerung der Scheinwerfer, keine Kalibrierung. Okay. Steuerung der Scheinwerfermotoren, keine Kalibrierung. Gut, danke, dass du es mir nochmal in groß gezeigt hast. Und jetzt einmal einen Schritt zurück. Und wir gehen dann hier in die Sonderfunktionen und wollen die Scheinwerfer kalibrieren. Zum Beispiel Scheinwerfer, Schreibewind, Sicherung der Daten, dann Scheinwerfer, nein, das hier ist nichts, was wir brauchen. Datenstrom lesen, Betätigung, Konfiguration und hier. Steuerung der Scheinwerfermotoren. Dann gehen wir mal da rein. Zündung ein, okay, Zündung ist an. Befehl unmöglich. Wir können die Scheinwerfer nicht kalibrieren. Initialisierung Steuergerät. Mal gucken, was er jetzt hier sagt. Okay. Befehl beendet. Anzahl der Startzyklen. Zündung ist aus. Befehl beendet. So, jetzt haben wir nochmal eins, und zwar, jetzt haben wir nochmal eine Sache, und zwar der Betätigungstest. Ja, den können wir hier natürlich auch machen. Und jetzt will ich mal gucken, ob mit den Scheinwerfern alles in Ordnung ist oder nicht. Und da können wir zum Beispiel die Steuerung der Scheinwerfermotoren. Okay. Dann. Also die steuern irgendwie nicht. Wir machen gleich mal das Licht nochmal an. Aber das Licht brauchen wir nicht über einen Lichtschalter anmachen. Wir machen nämlich hier Standlicht, Abblendlicht. So, ich gehe hier jetzt auf Abblendlicht. Und dann Zündung einschalten. So, jetzt hat er das Abblendlicht vorne links eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und jetzt hat er das vorne rechts eingeschaltet. So, und da läuft jetzt ein Prüfablauf, den er hier durchschaltet. So, jetzt hat er beide Scheinwerfer ausgemacht. So, und dann Befehl beendet. Okay, das war Abblendlicht. Jetzt können wir nochmal das Fernlicht hier aktivieren. So, mal gucken, ob er das macht. 18 Uhr einschalten, okay. Jetzt hat er auf der linken Seite das Fernlicht aktiviert. Und dann springt er gleich hier rüber auf diese Seite. Hier hat er jetzt auch das Fernlicht aktiviert. Das funktioniert schon mal. Okay. Ja, jetzt macht er sogar das Abblendlicht an, also der macht jetzt richtig Disco hier. Das funktioniert schon mal. Heißt also, das Gerät, das gibt die Daten raus. Ne? Und jetzt machen wir eins und testen einmal die Steuerung der Scheinwerfermotoren. Licht an. So, jetzt Scheinwerfer einfach mal manuell angemacht. Und Befehl in Arbeit. Aber es rührt sich nichts, ne? Und das Befehl beendet, heißt also, er ist den Prüfmodus eigentlich durchgelaufen. Problem ist ganz einfach, die reagieren nicht, weil die in diesem Notlauf sind. Und meines Wissens nach kann das nur in der originalen Werkstatt gemacht werden. Also, es ist viel möglich, aber spezielle Sachen, zum Beispiel so, wie sowas hier, ist mit diesem Tester leider nicht möglich. Da sind die, da ist halt die Grenze gesetzt, würde ich sagen. Ja, jetzt wollen wir aber die Fehlerspeicher einmal löschen. Also wir können jetzt jeden einzelnen Fehlerspeicher einmal durchgehen. Oder wir gehen hier auf kurz löschen. Ja, okay. Ich mache das generell gerne so. Fehlerspeicher löschen und dann nach ein paar Tagen noch einmal alles auslesen. Und dann wissen wir generell mehr. Ja, so viel bei Renault. Einmal in großen Familienvan auslesen. So, aber hierfür setzen wir uns einfach mal kurz ins Auto, dann zeige ich euch das. So, auch hier einmal. Ne, laufen muss er nicht. Wir machen die Zündung an. Und dann starten wir auch die intelligente Diagnose.
Fahrgestellnummer hat er gekriegt, wunderbar. Und dann gehen wir Fahrzeugdiagnose. Und automatischer Suchlauf. Und jetzt fragt er trotzdem nochmal nach dem Modell. Und wir haben ein W447, das ist der hier, Linkslenker, Schnelltest und Zündung einschalten. Los geht's! Überraschend schnell fertig, Leute. Schaut mal, und wir haben ein paar Fehler. Also, Tire Pressure Monitor. Also, wir haben Probleme mit dem Reifendrucksystem. Tatsache, echt jetzt? Haha, Leute, könnt ihr euch erinnern? Ich habe doch mal ein Video dazu gemacht, wie ich. Ich habe doch mal ein Video dazu gemacht, wie ich Reifendrucksensoren erneuert habe. Alle vier, ne, weil die ja kaputt waren. Und es ist tatsächlich so, ich habe einmal auf einen Sensor Fehler gehabt. Ich glaube, das war vorne rechts. Auf einmal Alarm, zu wenig Luftdruck. Und dann war auf einmal kein Luftdruck. Ich gucke, Luftdruck ist drauf, funktionierte nicht den ganzen Tag nicht. Über Nacht ging es wieder. Zwei Wochen später, vorne links das gleiche Theater. Auch wieder kein Reifendruck. Über Nacht ging es wieder, jetzt funktioniert es anwandfrei. Ne? Also, da bin ich noch gespannt. Ich gucke noch, ob ich ein Review dazu mache. Billige Reifendrucksensoren. Ne? Bis jetzt funktionieren die, aber ich hoffe nicht, dass die natürlich nach einem halben Jahr ausfallen oder so, weil dann, die haben ja nur, ich sag jetzt mal so, ein Fünftel von den Originalen gekostet. Und da würde sich mir die Frage stellen, wenn ich die alle halbe Jahr neu machen muss, lohnen sich dann doch die Originalen. Aber das mal nur so nebenbei zur Info, warum Reifendrucksensoren hier als Fehlerspeicher auftauchen. Leute, elektrische Parkbremse. Aha, was haben wir denn? Das Steuergerät, elektronisches Zündschloss fehlerhaft. Was haben wir denn mit der Parkbremse hier, Mensch? Das sind die Fehler dazu. Motordrehzahl des Motors, Steuergerät, Verbindungsmotor fehlerhaft. Aha. Komisch, was das hier damit zu tun haben könnte. Ich hätte eher gesagt, dass er sagt hier, elektrische Parkbremse. Ich bin generell verwundert, warum er das in Englisch anzeigt. Eigentlich habe ich das in Deutsch. Warte mal, hier ist ein Knopfübersetzung. Moment. Ich habe Probleme mit der Bremse. Die muss neu. Das Auto hat nämlich 75.000 Kilometer gelaufen. Und was denkt ihr, wie oft habe ich die Bremse gemacht? Leute, es ist noch die erste Bremse. Leute, bei so einem schweren Auto. Das Auto wiegt, glaube ich, um die 2,5 Tonnen ohne Sitze, ohne Beladung. Die erste Bremse, aber jetzt ist die Feststellbremse kaputt. Ich kann nicht anfahren. Ich muss einmal kurz zurück und dann vor. Und schon bald wechseln wir zusammen die komplette Bremse. Vorne, hinten, Scheiben, Klötze, Belag innen, alles. Machen wir ein komplettes, riesengeiles Programm. So, und dann haben wir hier nächstes Problem. Signal. Ach so, ich wollte euch ja zeigen, warum hier Übersetzung steht. Netzwerk. Ich verbinde gerade mal mit dem Netzwerk. So, ich habe gerade mal ein bisschen Internet hier gegeben. So, verbunden. Und dann wollen wir einmal schauen, was er sagt, wenn ich jetzt auf Übersetzung drücke. Wir sehen, WLAN-Logo zeigt er an. Nochmal Übersetzung. Übersetzung läuft. Und mal gucken, was er das jetzt übersetzt. Ja, trotzdem steht es hier Electronic Park Brake, Tire Pressure Monitor. Na gut, jetzt die Fehler selber stehen jetzt aber auf Deutsch, ne? War das gerade auch schon? Ja, war gerade auch schon. Ja gut, das scheint hier auch nicht so ganz cool zu sein. Aber machen wir mal weiter. Signal, Quotation, Aquator, Modul. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Das ist Steuergerät. Sitzheizung vorne links hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. Ja, Sitzheizung vorne links, Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. Ausstellt, ha, das ist witzig, Leute. Ausstellfenster hinten links hat Funktionsstörung, es liegt eine Unterbrechung vor. Das Ausstellfenster rechts hat Funktionsstörung, es liegt eine Unterbrechung vor. Leute, wisst ihr, was das ist? Also erstmal meine Sitzheizung. An die Profis unter euch, wer Ahnung hat. Unterbrechung, Kurzschluss nach Plus. Die Sitzheizung funktioniert nicht. Aber ich mache das Auto aus, mach den an, mach die Sitzheizung an und die heizt. Und die heizt. Dann lasse ich die Karre stehen über Nacht, gehe am nächsten Tag ins Auto rein, starte das Auto. So nach einer Minute Fahrt sage ich, ja, boah, Sitzheizung wäre cool, ich drück den Knopf. Geht nicht. Ich stehe dann an der roten Ampel, mache den Motor aus, mache den Motor an, mache mir die Sitzheizung an. Funktioniert.
Tada. Ich habe mal was gehört, dass sie gerne hier die Kabel kaputt gehen, die Verbindung zwischen den beiden Sitzen, dass sie das Hauptsteuerungskabel, dass das kaputt geht. Aber ey, das kann ja nicht kaputt sein, wenn ich nach dem Neustart des Steuergeräts, wenn das dann auf einmal funktioniert. Also das ist schon mal total bescheuert. Ausstellfenster, Fehlerausstellfenster, wisst ihr was? Ich habe da hinten so Ausstellfenster, ne? Beziehungsweise Ausstellfenster. Ich hätte gerne Ausstellfenster, habe ich aber nicht. Hier sind keine Ausstellfenster verbaut, die sind einfach nur hier rein kodiert. Und die gibt er mir immer als Fehler raus. Also nur für euch zur Info, hinten, wenn ihr hinten sitzt, es gibt einfach keine Möglichkeit, ein Fenster zu machen. Aber keine Sorge, bei dem Auto, es ist nicht stickig da drin, ist echt gut gelüftet mit den ganzen Ventilator-Gebläse-Dingern hier überall. Das nur mal so nebenbei. Okay, schauen wir mal, nächster Fehler. Oh, das macht mir jetzt so ein bisschen Sorgen. Oi, das macht mir Sorgen. Gucken wir euch das mal an. Geht's schon los mit dem Scheinwerfer? Scheinwerfer rechts? Lüfter des Steuergerätes hat Fehlfunktion. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor. Oi, das muss ich gleich essen. Ja, das wäre schön, wenn es jetzt natürlich auch auf Deutsch wäre. Left round reversible emergency tensioning retractor. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber hört sich an wie irgendwie so Airbag oder so. Abbruch der Gurtstrafffunktion wegen zu geringer Versorgungsspannung. Gespeichert. Aha. Ah, alles klar, verstehe. Okay, Versorgungsspannung. Das gucken wir uns gleich an, ob die Lämpchen funktionieren. Dann haben wir Radio, okay, sind nicht kompatibel. Kartendaten, okay, ich habe es nicht aktualisiert. Bedieneinheit Head Unit hat Funktionsstörung, weiß nicht warum, beziehungsweise, folgendes Problem. Manchmal geht die Rückfahrkamera nicht. Da habe ich natürlich auch schon ein bisschen rumgeforscht. Es kommt schon mal Feuchtigkeit in den Stecker rein von der Rückfahrkamera. Da müssen wir mal zusammen irgendwann die Heckklappe aufmachen, die Plastikverkleidung ab. Und dann schauen wir uns irgendwann mal bei Gelegenheit den Heckdeckel an, ob da Feuchtigkeit reinkommt und konservieren den vielleicht auch mal neu. Die Sache ist, ich mache das nicht, wenn es verregnet ist. Ne? Ihr seht es hier an den Scheiben, hier alles nass, also wir machen es natürlich bei schönem Wetter. Das ist so schöne Wetterarbeit, ne? Da muss man die Fehler aufarbeiten, die werde ich auch nicht löschen, die muss man aufbewahren für schöne Wetter. Die Bandantenne hat Funktionsstörung, okay, Motorsteuergerät, sonst ist alles in Ordnung, hätte ich gesagt, ist eigentlich lachhaft, ne, bei so vielen Fehlern, aber was ich unbedingt wissen will, weil so ein Scheinwerfer, der kostet bestimmt 2000 Euro und da wollen wir mal gucken, was hier jetzt sein kann, ob der Lüfter jetzt funktioniert oder nicht. Das müssen wir uns echt anschauen. Ich werde hier ein bisschen rumdrücken und zeige euch gleich, wie wir das testen. Wir müssen uns das mal anhören, ob die Scheinwerfer, also einmal Abblendlicht anmachen. Habt ihr das gehört? Funktioniert? Hier funktioniert auch. Also die Sache ist, über diese Diagnose kann ich die Scheinwerfer das nicht ansteuern. Ich werde jetzt gerade mal gucken, wie ich das ansteuern kann. Wahrscheinlich, weil hier in diesem Steuergerät habe ich gerade nur die Möglichkeit, halt Versionsinformationen, Fehlerspeicher lesen, Fehler löschen, Datenstrom lesen, Variantenkodierung und sowas alles. So, und hier, wenn wir weiter runtergehen, dann können wir nämlich manuell Left Headlamp, also linker Scheinwerfer und rechts. Wir hatten den Fehler im rechten Scheinwerfer. Hier können wir nämlich reingehen und hier werden wir den auch ansteuern können. Und dazu gehen wir natürlich mal. Dafür haben wir ein kabelloses Gerät, damit wir den Tester mitnehmen können. Dann gehen wir zum Scheinwerfer und dann steuern wir den Scheinwerfer mal an und gucken, dass der Lüfter dann auch angeht. Aber auch hier bei den Scheinwerfer seht ihr, guck mal, wir haben hier nur Fehlercodes lesen, löschen, Datenstrom lesen, Variantenkodierung und Kalibrierung, Backup und sowas. Also leider nicht möglich, aber eine Sache wollte ich euch zeigen. Ja, aber der macht hier. Das kann man bestimmt über irgendein anderes Steuergerät ansteuern. Ich weiß, dass das geht. Also man muss ja die Scheinwerfer ja auch kalibrieren. Was mich jetzt aber noch interessiert, diese Gurtstrafferfunktion, dass die nicht funktioniert. Und die wollen wir jetzt gleich mal austesten. Dafür gehen wir einmal in den Fahrzeuginnenraum und schnallen uns an. So, und jetzt gehen wir einmal hier den Fehlerspeicher lösen, okay, aber ich will den Datenstrom oder den Betätigungstest machen. Gurtstraffer vorne links und der zeigt mir hier auch, bin ich angeschnallt, ja oder nein, der macht die ganzen Stati,
Die zeigt er mir hier an. Und jetzt einmal auf... Seht ihr? Der zieht an, der zieht euch richtig hier dran. So, das ist auch die Funktion, dass er anzieht. So, Prüfablauf, ja. Und der Prüfablauf ist jetzt auch durch. Zack. Coole Geschichte. Ja. Okay, zum Glück nichts mit irgendwie anderen großen Airbag. Das mit den Scheinwerfern, das beunruhigt mich so ein bisschen. Reifendrucksensor, okay, die werde ich löschen. Also ich werde diverse Fehlerspeicher löschen, aber nicht alle, weil das mit den Scheinwerfern, da habe ich echt Angst. Wenn die kaputt gehen, da habt ihr einen Kleinwagen für. Also so kenne ich das. Aber ich werde auch nicht ich. Ich werde dann doch, was werden wir machen? Wir werden natürlich einzelne Stellmotoren wechseln, wenn es die natürlich einzeln gibt. Ja, Leute, und das war es auch schon mit diesem Video. Ja, ein bisschen überrascht über diverse Fehler bin ich schon hier und macht mir auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber immer cool bleiben erstmal, ne? Ist ja noch nichts kaputt. Ja, ich würde sagen, Leute, das war's in diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Launch für die Zurverfügungstellung des Diagnosetesters, dass ich das Video für euch machen durfte. Ich hoffe, ich konnte euch natürlich ein paar Tricks oder Tipps mit auf den Weg geben, wie das Gerät anzuwenden ist und würde sagen, das war's in diesem Video. Wir sehen uns demnächst auf YouTube, Leute. Tschüss, euer Schrauber.